Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Da sind wir nun wieder, Freunde, und wir sind immer noch mitten im Geisterwald. Hey Leute! Hallo! Geisterwald for the win! Ja, haben wir einiges vor uns, der Karte weißt, zu urteilen. Weißt du, was ich jetzt gerade mal mache? Ich stelle jetzt einfach mal, ich habe doch eine Stoppuhr jetzt am Handy. Ja. Die stelle ich mir jetzt einfach mal 30 Minuten ein. Läuft. Ha! Coole Sache. So. Ja, super, ne? Vielen Dank, Nadinchen. Ja, wo müssen wir lang? Weißt du das? Da, wo wir noch nicht waren? Das ist eine gute Idee, aber in den Tempel möchte ich trotzdem noch nicht rein. Ist das jetzt ein Graben? Das sieht so grabungswürdiger aus, ne? Willst du uns wieder töten? Nein, das ist nichts zum Graben. Das sieht anders aus, die Textur, wo man graben kann. Ja. Wir könnten hier rechts weiter oder wir könnten nach Süden weiter? Ja, Süden erstmal. Hätte ich auch vorgeschlagen, gut. Aus dem einfachen Grund, weil rechts sieht schon wieder so ganz anders und neu aus und wir haben das Gebiet um den Tempel ja noch nicht richtig erkundet. Eben. Schöne Musik hier. Ja, die Musik ist immer sehr, sehr toll. Ich mag den Soundtrack von allen Divinity-Spielen, der ist nämlich mal gleich. Was haben wir denn da? Ach, Wächter. Ne, da. Toter Stier. Ja, das gehört zu dem Tempel. Das ist dieser Tempel, wo ich noch nicht rein will, weil. Nee, den haben wir noch nicht. Ach so, da bist du noch nicht hin. Okay. Ja, weil da sind Wächter davor. Ja, die können böse sein, das stimmt. Die unverwundbaren Dreckspenner, die ich keine Lust habe. Wow, schau dir diesen riesen Titankopf an. Geil. Titankopf? Direkt über uns. Über uns? Du musst. Der ist wahrscheinlich. Der da. Da, das Ding. Oh! Hey, moin! Hab ich überhaupt nicht gesehen. Ja, da kann man was machen. Aber das liegt auch daran, weil man so scheiße rauszoomen kann. Oh mein Gott, oh nein. Das ist so wenig. Ich hab den Titankopf angesprochen. Aber er redet... Ja, warum sind da wohl die Zahnräder? Er redet wieder in dieser komischen Sprache. Ich bin da mal weg. Fixo, Edkel, Dirigos. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist mal. Titanen sprechen eine unbekannte Sprache, wir werden nicht weit kommen. Ja, wir brauchen jetzt ein Relikt, um die zu übersetzen. Sowas hatten wir ja schon mal. Ja, aber wo? Das war in dem komischen tempelartigen Dings, wo uns dann die Wächter so. Oh, fun. Fallen. Ich glaube, du solltest vorgehen. Okay. Oh nein. Ork-Töter des Schreckens. Ja, löschen bringt ja nicht viel. Ich werde dann einfach heilen. Du sollst einfach nur jetzt erstmal stehen bleiben. Der Ork-Töter des Schreckens, ja. Der ist bestimmt nicht allein, ne? Ja, aber er sieht schon ziemlich nach einem Arsch aus. Das auf jeden Fall. Und das wieder nur er alleine. Schon als Arsch. Krieg mal hin. Ja, warte noch kurz. Ich will noch eine Heilung raushauen. Ah, die dauert zu lange. Alter, ey, die Vollheilung von Jahan, ne? Die braucht so lange, um wieder da zu sein. Abartig. Der Stufe 18. Drei Heilungen. Ja, wir doch auch. Also von daher sollte es relativ angenehm sein. Okay. Soll ich Feuerball? Ja, mach ne. Oder sowas? Ja. Ergreife die Initiative. Was war das denn? Schon wieder? Ja, so viel dazu. Vielleicht geht Jahan. Alter, guck dir mal Jahan an, wie er weggeballert ja. wurde. Nicht ohne. Er wird sich gleich selbst heilen. Warum sind hier so viele Fallen? Und warum lauf nur ich da rein? Warum sehe ich die nicht? Ja, eben. So, guck mal, Vollheilung, sag ich ja. Und dann hau ich ihn um. Wenn ich könnte. So, jetzt. Friss. Und da geht's los. Huch. Oh, crap. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Ich hoffe, der war überhaupt böse. Denkst du doch mal. Oh, nicht wieder die Goblin-Schweine. Ja gut, ich meine, da sind Makellose drin, also ist im Grunde egal. Die zu töten ist immer gut. Das Gute ist, der eine konnte sich auf uns freuen wegen der Rauchwolke, die da gerade entstanden ist. Der Goblin, der Ork-Töter scheint wohl Feuer zu speien, wenn er getroffen wird. Okay. Oh, sehr gute Idee. Ja genau, lass alle auf den Goblin-Waldhäufer hauen. Das ist super. Okay, den erreiche ich jetzt natürlich nicht, aber ich könnte noch einen Spinny machen. Ich bin gespannt, wie viele Parts wir noch brauchen, John. Theoretisch können wir wahrscheinlich in 10 durch sein oder so, aber. Meinst du? Wahrscheinlich.
mal sehen. Wenn wir Plan hätten, wären es 5. Wir haben nie einen Plan. Das ist das Problem in dem Spiel hier. Ich verbrauche all meine Punkte dafür, aber ich renne mal ihn da rein. Ist vielleicht dumm, weil sie dann nicht mehr auf den unseren Waldläufer da gehen, aber... Und dann verfehlst du noch mit all deinen Punkten, du Miststück. Der war nicht gut. Dicker Scheiß. Dammit. Okay, Spinny. Du gehst da auch ins Getümmel, würde ich sagen. Oh, hier liegt übrigens eine Mine. Vielleicht solltest du sie auf die Mine latschen lassen, damit wir davon nicht beeinträchtigt werden. Ich sehe keine Mine. Hinter der Spinne. Ah ja, gut. Weil, naja, egal. Hoffen wir mal, dass einer von den anderen Pennern da reinlatschen wird und nicht wir. Wir sehen es ja jetzt. Wir können ja außen rum. Ja, was nicht heißt, dass wir nicht reinlatschen, John. Du weißt, wie genau hier die Funktionalität ist, ja? Wenn man versucht, irgendwo nicht reinzulaufen. Das hatten wir schon mehrfach. Ich stehe zu weit weg. Ich stehe viel zu weit weg. Dammit. Okay, so viel zu nicht reinlaufen, ja? Jetzt werden wir nämlich gleich sehen, wie das funktioniert mit dem Nicht-Reinlaufen. Denn ich muss verdammt nah an dieses Ding ran. Okay, ich gehe, glaube ich, noch ein Stück weit auf die Seite. In der Hoffnung, dann nicht von dem Fallout, von dem Teil getroffen zu werden. Denn... Sorry, beschworenes Skelett. Ui. Das Skelett hat nicht lange gelebt, aber... Ah, nee, es lebt immer noch. Es liegt nur auf dem Boden. Ja. Wie alle anderen auch. So, Madora. Punkte sparen? Ja, würde ich auch sagen. Jetzt bin ich ja schon wieder dran. Goddammit. Gucken wir, was das bringt. 3 Leute getroffen und 2 davon, oh nein, unseren Freund eingefroren. Das war nicht so klug, aber... Der arme Freund. Aber oh well, er soll eh nur als Damage Sponge dienen. Na, er kann auch weit laufen. Hallo? Da kann sie sonst nichts mehr machen, die Troller. Wow. Da freut sich Madora. Und ich mich auch. Dann kriegst du. Ich konnte immer noch Punkte sichern. Wow. Oh, der war schön. Halb. Wow, direkt 500, 600 Schaden reingekloppt. Ne, 540 rum. So, sie hat den noch vor sich, okay. Schöner Quid. Okay, Wo am besten, Ah, weil ich es nicht sehen kann, scheiße. Ist aber echt bescheuert. Ich kann durch die scheiß Rauchwolken nicht durchschauen. Aber vielleicht geht's hier. Das, was ich gerne hätte. Yes! Nochmal 200 Schaden ihm gemacht. Sehr schön. Es ist so effizient, wenn man das hinbekommt. Oh, ich muss Madora schnell reparieren. Ja, Madora könnte aber erstmal auf den Goblin-Waldläufer von uns einhauen, weil der wird trotzdem ja irgendwann wieder rauskommen. Vor allem, weil ausnahmsweise, weil das eingefroren ewig hält. Ich habe ja hier einen neuen Skill, Ermutigung, habe ich ganz vergessen. Du hast noch keine Inspiration, oder? 130%ige Wahrscheinlichkeit, ermutigt zu verursachen. Ja, aber was ist ermutigt? Das weiß ich halt nicht mehr. Ist es nicht inspiriert? Nee, steht auch nicht dabei. Ich weiß auch nicht, was ermutigt ist. Mach's mal. Buffen ist immer gut. Okay, geht eh auf alle. Sollen buffen. Das ist eine richtig fette Range. Ich buffe dann eventuell auch unseren... Goblin-Waldläufer, ich weiß nicht. Ja, okay. Er ist auch noch in der Range, okay. Das ist Ermutigung, oh, sehr gut. Was ist das jetzt? Ermutigung, nicht Inspiration. Stärke, Gewandtheit und Intelligenz plus 1. Ach so, ja gut, das ist besser wie nichts. Das sind alle Skills, die wir brauchen. Du brauchst Gewandtheit, Madora braucht Stärke, wir zwei brauchen Intelligenz. Dann. Kann ich noch einen Sturmbock auf den machen? Ach das so, heißt, wir machen jetzt mehr Schaden mit Zaubern, du mehr mit dem Schwert. Das war gut. Ja, den triffst du nicht, wenn der befreundet ist. Du machst mit dem Schwert und... Ich habe extra Steuerung noch gedrückt dabei, aber... Ja, schade. Funktioniert so nicht. Schade. Oh, Steuerung ist ein erzwungener Angriff, aber Fähigkeiten kannst du nicht erzwingen als Angriff, weil es schon ein erzwungener Angriff ist per se, weil... Eine Fähigkeit musst du extra auswählen und sowas. Das ist kein Standardangriff.
Oh, ich würde Madora treffen, aber ich will so sehr, weil ich den Zauber so geil finde. Nein. Pfeif auf Madora, oder? Pfeif auf Madora. So gemein. Ich heile sie ja eh wieder. Die ist jetzt weg, wetten. Ah, ich habe sie doch nicht getroffen. Ah, oh, schön. Yay, unser Freund ist schon wieder eingefroren. Ich bin so blöd. War ja lange da. Hätte nicht der andere Ork-Töter eingefroren werden können? Das wäre viel besser. Tja. Und jetzt ist auch noch gelähmt. Ja, also dein Zauber war leider ein bisschen Verschwendung, sorry. Ja. Das war nice. Hey. Hast du den Zauber gesehen? Und oh mein Gott, das war ein Feuerball. Aua. Der hat gut wehgetan. Ja. Oh, Rasen vor Wut ist schlecht. Geht auf Madora, ne? Nein, das war der Goblin-Waldläufer, den angegriffen hat. Das war Madora. Ah, geht ja noch. Ja, bei dir geht es nicht mehr. Ja, mir geht's nicht so toll. Stimmt. Es wäre cool, wenn du da rausgehen könntest, damit die Verbrennung runtertickt und ich dich heilen kann. Ja, ich geh mal dahin. Kann ich dich noch treffen? Ja. Ja, mich bitte nicht. Nee. Querschläger, ich hoffe, dass das er jetzt heute. So viel hat er ja nicht mehr. Okay, hat mich nice. Gut. Ja, auf vier Leute. Das ist und jetzt würde ich mich gerne heilen. Wo sind denn meine Heiltränke? Warum sind die nicht mehr in der Quickleiste? Was soll denn das? Ich hab doch genug. Das kannst du dich nur selbst fragen, John. So, keine Ahnung. Ich mach dieses Spiel nicht an, außer wir nehmen auf. So. Na, gute Wahl. Der Typ ist echt nervig und der hält ganz schön viel aus. Oh, fast da und hopp noch einmal. Nee, schade. Das mache ich jetzt. Ich heile dich nämlich mit Jahan dann. Was wäre der beste Schadensspread? Die Troller geht mir nämlich auch auf den Zwirn. Aber ich krieg die nicht auch noch. Außer, Moment, ich bin Stufe 18, ne? Ich bin Stufe 18. Warte. Wo ist es denn? Da! Oh, John, der ist toll. Okay. yeah. Guck mal, drei Leute gekillt. Oder? Das war schön. Oh, I love it. Das war der Meteoritensturm übrigens. Sehr nice. So, das God, heißt... Ich könnte mal weiter auf den Weg schlagen. Mach mal den weg. Ja, die Truller wäre eigentlich besser, aber da kommst du gerade nicht dran. Ja. Oh, du bist wieder voll geheilt. Wie bist du denn? Ach, du bist aufgestiegen und Madora auch. Yay, cool. Ihr seid jetzt auch Stufe 18, deswegen bist du voll geheilt worden. Sehr gut, dann kann ich nämlich das machen, was ich eh gerne gemacht oder lieber gemacht hätte als den anderen Kram. Nämlich die Truller da beseitigen, bevor sie wieder was tun können. Ja, läuft. Und ich habe dazu noch eine Fackel eingefroren. Ich bin so gut. Goblin-Waldläufer ist auch fast tot. Da kommt ja, der Mond der Leere. Wo? Was? Wo? Da, was? Da nein. Ja, aber der ist nicht im Kampf mit uns. Ah, oh, okay. der ist auch nicht unsterblich, okay, das ist oh, schon. Oh, das war nicht nett. 210 Schaden ist eine Menge. Ja, zu viel Rauch, da treffe ich nichts. Töte ihn noch nicht. Kann eh nicht. Spar deine Punkte. Lass mich Madora, geh erst mit Madora da raus und lass mich sie heilen. Nee, oder lass mich zumindest das Feuer löschen. Also, lass mich das Feuer löschen, bevor du das machst. Okay, also, es macht Spini jetzt auch nichts. Gut. Weil dann lösche ich nämlich gerade das Feuer, ohne ihn zu löschen, hoffentlich. Der Dämon der Leere ist jetzt auch nass. Aber guckt sich das alles nur an, so, ja, da liegen meine Leute tot, ist egal. Ja, das interessiert eh noch nicht. Ich mochte die eh nie. Der macht uns eh dann fertig mit einem Wimpernschlag. Wahrscheinlich. So, jetzt ist Madora zumindest nicht mehr am Brennen, also ist alles in Ordnung. Gut, dann können wir ja töten. Und ich kann dann nichts tun, weil ich doof bin, weil Ziel zu weit entfernt ist. Willst du mich verarschen? Machen wir es eben so. Übrigens kann Gary Linda auch noch Erdbeben. Also, das ist ja die Feuervariante in Erde. Es kostet eine Menge Punkte, aber in Theorie kann ich das so oft machen, wie ich will. So, ich werde mal skillen. Mal gucken. Ja, mach das. Es kann sein, dass hier die andere Kreatur hier noch ankommt, deswegen
Ja. Übereile er sich. Ah, ich glaube nicht, dass er kommt. Speichere erstmal vorher, sorry. Aber ist besser. Just in case. Außerdem habe ich was Schönes für dich gefunden. Ja. Ein Feuerpfeil, nicht umgekehrt. Einen, was ist das? Ein Silberpfeil. Und einen verlangsamenden Pfeil. Okay, gut. Very nice. Und ich habe irgendwas zum Identifizieren noch dabei. Das ist ja nett. Ach, alles crap. Ist da einfach nichts Spannendes. Obwohl, der könnte gut für dich sein. Der gibt Initiative und Lebenspunkte, John. Das hier, das sollst du dir auch mal angucken. Das ist eine Rüstung. Ah, okay. Was hätte ich denn gern bei den Talenten? Ah, wieder ein sehr schönes Lied. Ich muss auch mal Divinity 2 weiterspielen. Ich komme einfach nicht dazu. Achso, okay. Da bin ich auch noch mittendrin. Ah. Aber es ist fun, das Game. Ich weiß auch nicht. Es hat irgendwie was. Auch mit dem, wie es aufgebaut ist, dass man diese zwei Arten des Spiels eigentlich hat. Einmal, wo man normal als normaler Mensch rumläuft und einmal, wo man als Drache rumfliegt. Und das ist schon geil. Glaube ich, ja. Warte mal. Titanenkopf, was wir mit dem wohl machen können? Madora hat echt 19 Punkte zur Verfügung. Was? Wo? Bei ihren Talenten, aber ich kann trotzdem zweihändig nicht hochmachen. Ach, bei Fähigkeit? Ja. Das wird nämlich echt übel. Weil sie ist auf 6, ich kann es nicht auf 7 machen, obwohl sie 19 Pünktchen hat. Ja, guck mal, mein höchster Skill ist auf 5. Ah. Und den konnte ich auch nicht weiter erhöhen, den Pyrokinetik-Skill. Schön wär's, aber... Mach ich vielleicht doch mal was anderes bei ihr. Das ist ja echt Ich glaube, 5 ist schon das... Ist schon so das Maximum, ist schon Meister oder sowas. Hier, Ach ne, das ist die Geschichte, ne? Die brauche ich jetzt nicht unbedingt bei ihr. Verteidigung? Ja, ich könnte... Rüstungsexperte könnte ich steigern. Das wäre doch 5%. 5%? Was hast du für eine Rüstung? Meiner ist 65 mit Gary Linde. Sie wird wohl einen von über 100 haben. Also das sind mindestens noch 5 bis 10 Punkte, die du dazu kriegst. Persönlichkeit braucht sie nix. Handwerk hat sie ein bisschen Lehrmeister, ist ja auch Quatsch. Und das ist definitiver Schaden, der da absorbiert wird, ne? Jeder einzelne Rüstungspunkt ist ein Schadenswert, der absorbiert wird. Na gut, dann mach nicht ich mal magisch, also nur physisch. Das kann nett sein. Dann guck aber auch mal, ob du noch ja, Talente wirklich zur Verfügung hast und nicht nur Fähigkeiten. Weil Talente sind ja das Geile. Ja, ja, haben wir ja erst letztens das eine noch reingemacht hier. Die Ermutigung. Was benutze ich von dem Kram denn gar nicht? Ich benutze eigentlich. Nee, die Ermutigung, das ist ein Skill, John. Das ist ein Unterschied. Ja. Die Ermutigung ist ein Skill. Ach, du meinst die Talente, ja, ja, okay. Bei Fähigkeiten. Ja, da ist nichts verfügbar, da ist nichts. Okay, schade. Hier auch nicht, oder? Nee. Nee, dann ja, komm, dann mache ich Rüstungsexperte und Körperstärkung. Weil Reduktion. Wir werden ja übrigens so abkacken im zweiten Teil, Leute. Definitiv. So. Ich wette, der wird noch schwerer. Noch ekliger. Ich freue mich. Und noch undurchsichtiger, jede Wette. Wollen wir den Dämon der Leere erledigen, John? Warte noch kurz, ich werde noch schnell das Schwert von Madora reparieren. Sonst hat die nicht viel Spaß mit dem Dämon. So. Okay. Zurück. Ach, ich meine, die hat dann sicher sehr viel Spaß mit dem Dämon, aber er vor allem auch mit ihr. Ja. Okay, dann kannst du jetzt nochmal safen und dann... Schon dabei. Schon dabei. Dämon der Leere. Na, er rennt wieder weg. Er ist voll gemein zu mir. So. Oh, Geomant ist niedrig. Ich brauche Geomant-Stufe. Ja, Geomant-Stufe 5. Das ist so der höchste Skill. Beziehungsweise Stufe 5 ist der höchste Skill, den du brauchst, um meisterhafte Sachen zu machen. Oh, Erdbeben ist gefährlich. Erdbeben ist richtig gefährlich. Denn... Ja, Erdbeben ist nämlich um mich herum komplett. Nee, okay, den machen wir doch nicht. Ich muss doch mal stehen bleiben. Okay.
war plus. Oh, ich habe ihn geheilt mit Feuer. Ja. Er ist empfindlich gegen Tenebrium, empfindlich gegen Erde. Und Wasser. Wasser. Oh, Wasser. Jahan wird gegen den ganz leichtes Spiel haben. Wasser, habe ich einen Wasserpfeil. Mal gucken. Ich hoffe, es ist eigentlich okay, dass wir die ganze Zeit einfach so angreifen, weil wir wissen nicht, wer hier nett ist und wer nicht. Scheiß drauf. Er ist ein Dämon, also. Ja, vor allem mit Dämon der Leere. Von denen wissen wir ja, dass die eigentlich sogar. Oh, shit. Gut. Ja, er ist beschleunigt. Er hat sich angeheizt. Okay, nice. Das kann ich ja auch. Dann siehst du auch so aus. Aber bei uns wirkt das nicht so geil wie bei diesem Monstrum. Kannst du ihn debuffen? Wir haben nichts zum debuffen. Nee, oder debuff hab ich jetzt nicht. Zum Entzaubern, das wäre schön, wenn man den einfach die Entschuldigung sagt, nö, gone. Reinigung oder sowas wäre schön. So dazwischen, so. Ja, damit du nicht mehr schießen kannst auf ihn, das macht Sinn. Ich kann doch durch die Freunde schießen. Nee, eigentlich Freunde, nicht. Dorffreunde machen da, hatten da noch nie was ausgemacht. Wirklich? Ja. Jetzt anders gedacht. Ja, das Dumme ist, Gary Linde kann nicht so viel machen gerade, weil sie hat nicht wirklich Wasser. Sie hat kein Eis. Ich habe nur Blitze. Wer ist damit? Aber Luft ist 70. Ne, Erde ist da besser. Dann nehmen wir halt mal Erde. Da legt er sich hin. Er hat sich leider auch geheilt ein bisschen, aber nicht genug. Und, weißt du was? Er mag kein Wasser. Tada! Dämon, der Angst hat vor Regen. Naja, ist wie bei, wie hieß der Film? Mit der Familie und dem Feld und den Aliens. Ich weiß gerade nicht mehr, wer hieß. Und er ist eingefroren. Ja, sehr gut. Das beste Kombo. Das arme Ding. Was ist, wenn ich... Ich probiere es einfach mal just for the lols. Wenn ich zu eingefroren noch unterkühlt hinzufüge. Okay, passiert gar nichts. Schade. Ich dachte, da wird das eingefroren vielleicht hochgetickt oder so. Aber ne. Das wäre schön. Oder ich würde wenigstens ein beschleunigen kontern, aber nee, das auch nicht. Ach nee, das sind ja auch zwei Effekte. Beschleunigt und warm. Jetzt ist er wieder eingefroren. Ja, aber das ist gut, weil wenn du ihn auftauchst, hat er beschleunigt. So tickt sein beschleunigt runter, ohne dass er was damit anfangen kann. Ja, die Salve müsste jetzt eigentlich gut ziehen. Mal schauen. Wenn man trifft, ne? Wow, okay. Er liegt halt falsch zu dir. Wenn er jetzt längs gelegen hätte, hättest du mit der gesamten Salve treffen können. Ja, klar. Oh, das ist Matora. Das Beste. Einfach so ein Finisher hier. Und nochmal, komm. Und einfach reinstellen. Du musst das Schwert dabei drehen, Matora. Drehen. Damit so richtig schön zieht. Ja. Trauma erhöhen. Super. blitzen wir ihn einfach noch ein bisschen. Ja. Ja, der Dämon tut mir echt leid. Das ist... Ja, vor allem liegt er jetzt in der Blitzseuche, also have fun. Ah, oh, er hat sich. Ja, er ist aus der Eisung raus. Oh, das ging ja schnell. Oh, ja, ich mach's durch. Steht aber nix. Ach nee, die hier hielt ja nur einen Zug, aber wenn er sich bewegt, ist er geschockt, dann ist er auf jeden Fall vorbei. Mhm. Außerdem. Haha! Das ist so Arsch. Er ist wieder gefroren. Ja, das ist Crowd Control, Leute. Damit werden Kämpfe, die anspruchsvoll sein könnten, trivial. Ich liebe Crowd Control. Das ist so gut. So, ich heile dann mal ein bisschen. Nicht da reingehen, John. Nicht da reingehen. Ja, wir stehen. Das könnte irgendwie böse enden sonst. Also auch nur wie sonst aus. Sonst fliegst du auf die Fresse, jetzt bist du dann geschockt, jetzt darfst du reingehen. Ich bin schon lange nicht mehr hingefallen. Soll ich nochmal Eis drüber casten? Ich habe kein Problem damit. Ah, nee. Das geht ganz schnell schon. Da liegt überall Wasser, es könnte alles schön frieren. Landfeil, Betäubungsfeil. Mhm. Genau. So, wir müssen auch nochmal diesen Goblin-Dorfbereich da rein, aber das können wir auch schon... Ah, oh, gucken, ey. Was war das? Hast du wieder Leck mich doch alle am Arsch, ey. Ja, ich finde jede Mine. Leider nicht so, wie man es sollte, sondern halt mit der Nase voran. Ist echt komisch, dass ich nichts mehr finde. Ja, das ist wirklich sehr komisch. Aber warte mal, ich könnte dein Skill ja dafür stärken, kurzzeitig. Das war doch Wahrnehmung, ne? Oh, ich sehe gerade die Wahrnehmung ist doch sehr niedrig. Habe ich die durch irgendein anderes Rüstungsteil jetzt weniger? Anscheinend, ja.
Jetzt habe ich wieder 10 auf. Vorne hatte ich 8. So. Ja, ich habe dir gerade brennende Augen verpasst. Hm. Seltsam. Hä, naja. Nur 8? Das ist aber sehr wenig für dich. Ja. Schon ziehe ich eine Falle. Sehr strange, ich hatte doch so viel Wahrnehmung. Ja, dachte ich nämlich auch, weil du bist ein fucking Wahrnehmungscharakter. Wahrnehmung ist dein A und O. Ja, ja. Wahrnehmung und Geschick. Das war auch mal so. Ich muss irgendwas verändern. Hier hinten sind Goblins. Ach nee, okay. Ich wusste übrigens, dass die nicht freundlich sind, weil die haben rote Schwerter, wenn man über sie hapert. Also sie sind definitiv nicht freundlich. Ach, das ist ein Zeichen dafür, okay. Naja, dann ist er automatisch schon als Feind erkannt. Ah ja. Weißt du was? Ah, ich bin noch... Ja. Ich könnte sie alle damit erwischen. Aber das ist mir zu viel Luck-based. Warte mal kurz. Komm ruhig noch ein Stück zu mir. Nur nicht vor mich, nur hinter mich. Mhm. Passt das. Jawohl. Mmh, jetzt muss das zwiebeln. Ah, schau dir das an. Guck mal, die zwei... Und der haut schon ab, der hat keinen Bock mehr. Ja, ein Gobbo tot, die zwei anderen fast tot. Das ist so krass. Das als Eröffnungsschlag ist so super. Ja, läuft. So. Okay, steht noch relativ beieinander. Machen wir einen Querschläger. Mm, schön. Wieder ein Gobbo tot. Salve. Erste Runde, zwei Gobbos tot. Das müssen wir auch erstmal hinbekommen. Ja, der hält auch nicht mehr lang. Oh nein. Oh, du feiges Miststück. Ich weiß auch nicht, warum der andere abgehauen ist, ehrlich gesagt. Ja, bei der Eröffnung kein Wunder. Hm. Maybe. Irgendwie bezweifle ich, dass das der Grund dafür ist. Wahrscheinlich hat er keine Wegfindung gefunden zu uns. Ja. Das könnte sogar sein. Da ist wieder ein Gobbo tot und der andere liegt auf dem Boden. Das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach gerade. Du kannst ja alleine gegen die kämpfen. Oder soll ich ein Erdbeben machen und uns allen Schaden zufügen? Yay. Kann ich auch. Das werde ich definitiv machen, wenn wir umringt sind. Einfach weil es spaßig ist. Guck mal, Madora kann auch nützlich sein, wenn sie nicht vorne ist und alle umhauen. Ja, endlich mal. Endlich hat sie mal einen coolen Buff. Es wurde doch Zeit. Ah, außer Sichtweite kann ich das machen. Ja. Schade, ich dachte, der trifft da dahinter noch. Hm. Na, was machst du? Der macht gar nichts. Ha. Es lohnt sich auch nichts mehr hier. Nee. Den Rest wäre ich nicht erreicht. Also, den einen. Das war schnell, ne? Ja, der hinten ist. Warum? Was wird er jetzt machen? Oh, Ritter des Todes, rechts von uns. Oh, warum sind der Ritter des Todes schon? Aber die können wir jetzt verwundbar machen, das heißt, es ist cool. Wo ist denn der genau? Da kommt ein Freund von ihm. Ja. Okay. Nee, treffen. Der wird jetzt mit uns in den Kampf kommen. Okay. Hallo? Kommt der jetzt irgendwann auch. Ja, okay, jetzt bleibt er. Ein schneller Tod ist das Schönste, irgendwas, und ich kann. Eure Seele und eure Angst sehen. Ja. Du bist übrigens noch dran. Ja. Wow. Und du nennst mich Cheesy, ne? Wow. Geil. Außerdem hat er dich gerade beschleunigt, der Drecksack, ne? Ist doch süß. Alter. Mein neues Haustier. Aha. Warte mal ab, bis er dir die Kehle durchbeißen will. So lange lebt er nicht. Hm. Wir werden sehen, John, wir werden sehen. Ja, Madora. Ich habe jetzt endlich mal für Madora den Weg freigemacht. Ich meine, hey, wenn du ganz viel Spaß haben willst, dann kannst du noch den komischen Ritter von rechts holen. Ich will nicht, aber. Wir haben ja immer eine Möglichkeit, ihn kaputt zu hauen. Soll ich durchrushen zu denen? Sturmbock? Könntest du? Da dürfte jetzt kein Feuer mehr sein. Ja, probier's mal. Nee, ist zu weit weg. Geht nicht. Geht leider nicht. Okay, dann. Aber ich könnte ja mal versuchen. So eine Faust vielleicht. Nee, alles zu weit weg. Okay, dann gehe ich erstmal näher hin. Sparpunkte. Mach das. Okay.
Ich stehe auch zu weit entfernt. Gut, jetzt vielleicht... Au! Was hat ihn gerade erwischt? Was nicht? Irgendwas hat ihn erwischt. Was hat er denn? Außerdem ist der Part gerade vorbei. Interesting. Ja, irgendwas hat Johan gerade erwischt. Ja. Den Kampf können wir noch zu Ende machen. Bei mir machen wir dann den Ritter. Natürlich. Macht wow, euch fertig! 400 Schaden mit einem Schlag. Cool. Gut, dass der Typ uns nicht zu nahe kommt. Ja, oh, der ist jetzt wieder böse. Ja, der hat ihn gerade wieder da rausgeholt. Beziehungsweise er hat sich gerettet vor verzaubert. Okay. Unrecht steht's mit einer 64 und hätte eine 55 benötigt. Ah, ich treff's ja nicht, shit. 100-seitige Würfel for the win. Genau. Ah, 51-prozentige Chance, ist ja langweilig. Das heißt, er hatte nur eine 55-prozentige Chance, unter deiner Kontrolle zu bleiben. Ja, okay. Ist nicht viel. Ah, wenigstens hat's mal geklappt. Okay, Spiel ist jetzt auch gerade blöd. Warum? Das ist auch blöd. Weil ich kann die nur in der Giftsuppe da parken. Weiterhin. So? Die ist gegen Gift immun. Ach ja, da war ja was. Das ist Spinne. Also, was nicht heißt, dass Spinnen in der Realität gegen Gift immun sind. Das ist völliger Unsinn. Die sind nicht mal gegen ihr eigenes Gift immun, wenn sie Pech haben. Genau wie Skorpione, die töten sich ja auch, wenn sie in einer aussichtslosen Situation sind selbst. Mit ihrem eigenen Gift, also. Aber hier sind Spinnen gegen Gift immun. Das ist auch okay. Lass sie brennen. Oh, wow. Dann fliegt's auf die Schnauze. Weißt du, du hast 8 Beine. Und also. Nö. Nein. Das ist unglaublich. Hat die noch nichts von gehört. 8 Beine, ey. Fühle ich mich doch gleich viel besser. Oh ja. Aber es macht es trotzdem nicht wirklich besser, John. Nicht wirklich. Ah. So, darf ich jetzt durchwaschen? Das ist nur, weil du zu faul bist, die Stiefel anzuziehen. Ja. Das sind dumm, die Stiefel. Stehen mir nicht. Unglaublich. Den einen schaffe ich jetzt. Na gut, immerhin. Hallo. Okay. Kann ich dich noch umlocken, damit du Ruhe gibst? Da hinten. Jo, sehr schön. Awesome! Allerdings hast du den falschen umgenockt, der hat nämlich weniger Lebenspunkte als das andere Vieh. Na, obwohl gar nicht, der hat mehr. Oh, okay. Strange. Aber dann kann ich ja den Standard weitermachen. Bisher Jahans beste. Warte mal, apropos. Jahan hat doch auch den Hagelangriff, warum mache ich den nicht mal? Ja, den mache ich in der nächsten Runde. Guck mal, mein Skelettfreund. Kein Problem. Eis? So what? Die Spinne heult jetzt innerlich. Ja, ich glaube auch. Was auch daran liegen kann, dass ihr immer jemand auf den Kopf haut gerade. Ach sowas. Macht man aber auch nicht. Und Madora steht auch in ihrem auf ihrem Kopf. Ich hab dahinter nur 50%. Ja, ich hätte nicht buffen sollen. Wenn Gerolinde wieder dran ist, buff ich mal. Naja, ich kann ja alle so mit plus 30% buffen. Das tut verdammt weh, aber zum Glück hat er 1600 Lebenspunkte. Oh, ich bin ans Mikro gekommen, I'm sorry. Ich hoffe, das konnte man nicht so schön hören bei dir. Alles gut. Ich kann es ja nicht rausschneiden, also wenn, dann musst du das machen. Ach, das ist. Und es trifft alle außer meinen Skelettfreund. Ganz schön große Reichweite. Hey. Hier sehe ich nicht. So. Hier sehe ich nicht. Ich spare Punkte. Ja, jetzt okay, wirst du auf jeden Fall alles treffen oder so. Warte mal, wenn ich noch ein bisschen näher rangehe, dann kann ich Wirbelattacke machen. Auch beide? Genau. Nice. Und die war sogar extrem schwach, die Wirbelattacke, traurigerweise. Stimmt. Aber die wird halt dadurch, je mehr Gegner du triffst, desto effizienter wird die, ne? Ja, klar. Also von daher nicht schlecht, aber nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Ah, really? Ob Madora es mir übel nimmt, wenn ich sie treffe?
Ja, du Quatsch, weißt ja, oder? Wie sie sind, die NPCs, ne? Ah, ist Quatsch. Ich will aber den Hagelangriff machen, Manu. Oh Mensch, so gemein. Dann nehmen wir nur den Pinzing-Angriff. Oh, der Typ ist sowieso dagegen. Ja, okay. Der Hagelangriff hätte gar nicht viel gemacht. Kriegt nur 20 Schaden, der andere 300, also. Das ist ein Unterschied. Er ist zu weit entfernt. Just heal yourself. Das war mit dem guten Heal, aber der Kampf ist eh vorbei. Jo, sieht so aus. Nämlich jetzt. Oh, really? Come on! Yes! Jawohl. More death. Sehr schön. Ja, Leute, das waren mal schnelle Kämpfe hier, hä? Wir haben so viel in einen Part gepackt wie noch nie. Au. Also wir haben einen Flow hier, das God ist Wahnsinn. Damn it. Schreibst du? Der Jahan ist wieder in eine Mine gelaufen. Wir haben den ganzen Kampf über die Minen umgehen können. Bis jetzt. Oh, da ist übrigens Explosionspfeil, Verzauberungspfeil. Wussten wir schon, ja. Gemälde einer Frau, warum auch du das dabei hattest, du Penner? Naja, okay. Für ruhige Zeiten, guck da mal. Ah ja, so sieht das also aus hier. Das ist Dämonenporn. Auch Dämonen haben ihre Triebe. Ich hoffe nicht. Weil dann kommen wieder ganz so Scheiß bei raus. Wahrscheinlich. Okay, also das war sehr erfolgreich und so kann es gerne bei dir weitergehen, ne? Ja, schauen wir mal, ob wir hier überhaupt was finden, was nützlich ist, weil bisher haben wir nur Kämpfe gefunden, bis jetzt, wirklich sinnvoll ist. Mhm. Oh nein, gepanzerte Goblin waren wieder. Und Suridraskas. Da steht ein Goblin-Häuptling. Okay. Stufe 19. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal woanders hin, Leute, weil, Der unverwundbare Ritter des Todes. Kalgruder Wolkendurchbrecher, da ist eine Ork-Truller, eine dämonische. Aha. Ja, das ist lustig. Und die ist auch Stufe 19. Ja, Leute, wir gehen woanders hin im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis denn, macht's gut. Tschüss.